Und da sind wir wieder. Nachtzug nach Hamburg 311 mit Reiko Schmidt. Und heute ist noch jemand mit hier am Mikrofon. Hallo, viele kennen mich vielleicht aus dem Podcast in Wien, den wir gedreht haben. Ich bin der Dirk, der Freund von Reiko, der immer mitkommt auf die Konzerte, U2, Depeche Mode. Den Sommer haben wir jetzt Robbie auf dem Programm. Robbie Williams, da freue ich mich schon drauf. Ich mich auch, das war Wahnsinn. Genau, also die Hörer kennen dich eigentlich ja schon. Müssten sie, zumindest aus dem Hintergrund. Aus dem Hintergrund in Wien, ganz genau, wo wir über die Lady abgelästert haben, die mit dem dicken Pelz da, die übrig gebliebenen. Weißt du, die noch einen Typ abkriegen wollten an diesem Abend. Ich erinnere mich dunkel, das Depeche Mode Konzert war zu intensiv. Das war viel, viel, viel besser. Ja, Tricolore haben wir hier gerade im Glas. Milchkaffee muss man unbedingt haben bei diesem hammergeilen Wetter. Weltklasse. Zum Frühlingsanfang? Ja, na, pünktlich zum fast Sommeranfang und zum Pfingstwochenende haben wir hier in Hamburg, ja, ich würde mal sagen WM-Wetter würde man das jetzt schon nennen. Die Sonne scheint, 20 Grad und ja, wir haben uns gedacht, wir fahren jetzt gleich nochmal in den Süden Hamburgs. In den Süden, genau. Da hat nämlich was Neues aufgemacht, Reiko. Ja, genau, und zwar G-Star. Ein G-Star Outlet Store. Outlet Stores sind ja meistens so Beschissläden, ne? Also man denkt immer, man kann da günstig was schießen und dann kommst du hin und dann gibt's da nur Geschrabbel. Ja, meistens die Kollektion aus dem letzten Jahr und dann auch nur die Restposten, aber... Und nur die Größen, die nur quadratische Menschen tragen wahrscheinlich, können. Wahrscheinlich, genau. Ich bin ja schon gespannt, wie das hier in Hamburg ist, im G-Star. Nee, aber G-Star ist eine Jeansmarke aus Holland. Und die gibt's noch gar nicht lange. Nee, die gibt's gar nicht lange. Und die ist aber mittlerweile richtig trendig. Und aber kein Mensch weiß eigentlich, wo die richtig herkommt. Also die Leute rätseln. Ist das jetzt irgendwie eine Marke, die aus USA kommt oder woher? Ja. Aber die Holländer wieder. Die Holländer. Alles kommt aus Holland. Sie können zwar kein Fußball spielen, aber... Sie können nicht Fußball spielen. Aber weißt du, was sie können? Was? Fettfreien Joghurt. Neulich war Simi hier und wir haben fettfreien Joghurt aus Holland getestet. Und der hat geschmeckt? Ja, der hat nicht nach Erdbeere geschmeckt. Sollte ein Erdbeerjoghurt sein, aber hat nach was nach rote Beete hatte geschmeckt. Die Tomaten schmecken ja auch nicht nach Tomaten aus Holland. Also ja, die schmecken nach gar nichts. Ja. Aber die holländischen Jeans sind Weltklasse. Was habe ich an? G-Star. Ich trage eigentlich fast nur noch G-Star. Früher hat man Levi's gehabt, aber Levi's ist nicht mehr so en vogue. Ne? Nee, die sind dann von Diesel richtig outperformed worden, wie der Neudeutsche so sagt. Das ist ja wieder Begriffe. Auf jeden Fall, G-Star ist das Gewinnspiel der Woche, weil wir wollen klären, wo kommt der Name her. Genau, das G vor G-Star. Wofür steht das? Und nicht nur das G, auch das Star. Ja, oder generell, wie ist der Name entstanden? Genau, und wir haben uns überlegt, wenn wir jetzt gleich in den G-Star Outlet Store fahren, kaufen wir so ein Gimmick irgendwie, Schlüsselanhänger oder mal gucken, was vielleicht es ist. Vielleicht ein T-Shirt, irgendwas. Irgendwas Nettes, was wo wir sagen, das wäre ein schöner Preis für einen Nachtzug nach Hamburg-Hörer. Auf jeden Fall. Der errät, wo G-Star herkommt. Und funktionieren tut das so, wer am Gewinnspiel mitmachen möchte, der ruft den Nachtrufbeantworter an. Den erreicht ihr unter 040 600 201 554. Und wir sammeln die Anrufe bis zum Montag. Bisher haben wir ja immer gesagt, der zuerst anruft oder der zuerst eine Karte schickt oder zuerst mailt, der gewinnt. Aber es ist ungerecht, weil manche hören es dann erst den übernächsten Tag ab. Also bis zum Pfingstmontag. Ja. Bis Pfingstmontag 18 Uhr läuft das. Und dann wird ausgelost. Auf jeden Fall. Und derjenige... Da kommst du wieder her. Da komme ich wieder her. Dann machen wir das. Und dann losen wir den aus und dann verlosen wir dieses G-Star-Gimmick. Aber nur, wer die Antwort richtig hat. Ja, und es reicht nicht, dass man sagt aus Holland, weil das haben wir ja jetzt gesagt. Das wäre zu einfach. Nee, so ein bisschen Hintergrundinfos müssen da schon dabei sein. Genau. Mehr wollen wir nicht verraten an dieser Stelle? Nein, mehr nicht. Wir müssen gleich los. Wir wollen ja noch in den G-Star-Store und der ist ja, müssen wir über die Autobahn fahren. Das ist schon ein halbes Stündchen, fahren wir schon. Auf jeden Fall, durch den Elbtunnel durch, vorm Feiertag. Also, geh mal Gas. Das war's dann für heute. Ja. Danke fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf den Geräten. Wir sagen Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr uns hier gerade zugehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Alles klar, bis bald, bye bye. Ciao.